jetzt aber genug Wohnungen erstmal, würde ich sagen, oder? Ja, das passt. Und mir reicht es nicht für eine neue. Möchtest würde ich mal du sagen, ha, ha. Möchtest du einen Eisen haben? Ich gehe jetzt mit dir runter. Ja, deswegen frage ich dich, willst du einen Eisen wir haben hier hinten Kisten, ne? Das ist dir bewusst. Ja, die habe ich ausgegraben. Ja, und ich habe sie aufgestellt. Wie gesagt, eine Eisenaxt könnte ich bauen. Die ist immerhin schneller und hat nicht den Nachteil mit den Feldern. Mit der Range meinst du? Ja. Ah, ich baue die in Eisen. Willst du die andere verkaufen? Was? Die andere Pickaxe, ich brauche die nicht. Ja, jetzt bist du ja eh unten. Genau. Das Geronimo. Haha! Okay. Also, so wie es aussieht, kriegst du meine Axt, wenn du möchtest. Ich dürfte jetzt genug für die andere haben, hoffe ich. Die Axt ist mir gerade sowas von shit egal. Aha. Kann man irgendwas mit dem Hasen und dem Ding machen? Und ja, aber die Sachen sind echt nicht der Rede wert. Warum? Weil es nichts bringt, wirklich. Das Geld, was du damit machst, ist das Beste, was du machen kannst. Ja, aber was bringen die sonst? Dekoration. Du kannst damit Deko-Gegenstände bauen. Was für Deko-Gegenstände? Es gibt ganz viel Deko-Gegenstände im Spiel. Ja, das weiß ich. Und damit kannst du deinen Hasenkäfig bauen. Ein Hasenkäfig? Ja. Einfach nur als Haustier im Haus rumstehen haben. Cool, machen wir. Dann müsstest du aber nachgucken, was das Rezept dafür ist. Wahrscheinlich haben wir dafür noch nicht das Richtige. Und die Hasen laufen hier sowieso so viel rum. Ich würde erstmal sagen, verkaufen wir mal. Oder was meinst du? 5 Silber ist gar nicht mal schlecht. Deswegen sag ich ja, das Netz ist eine tolle Sache. Moment, ist das der Einzelpreis? Ah, okay. Pinguine 12,50. 12 Silber 50. Wie gesagt, es ist durchaus eine Möglichkeit, um Geld zu machen im Spiel. Boah, legen Sie es auf. Cool. Marshmallows. Legen Sie es auf einem Stock und braten über dem Lagerfeuer. Es ist mega gut. Das ist mega geil geschrieben. Sickle. Also jetzt fühle ich mich verarscht. Warum? Weil in dem Wasser, was gerade hier runtergekommen ist, ein Piranha gespawnt hat, direkt vor meiner Nase. Geil. Was ist eine Sickle? Eine Sichel. Ja. Damit kannst du entsprechend Gras farmen. Macht das Sinn? Wenn du später irgendwelche Kühe oder ähnliche Großtiere füttern möchtest, ja. Okay, aber die können wir später noch kaufen, ne? Genau. Außerdem, wie kann man denn hier Tiere finden? Keine Ahnung, habe ich noch nicht gemacht. Okay, das müssen wir dann vorm nächsten Mal herausfinden. Du brauchst gerade irgendwie, glaube ich, wieder Seile, kann das sein? Nee, hab noch genug. Groß tiefer bin ich noch nicht gekommen. Vorsicht, Fledermaus. Etwas zu spät. Ja, ich weiß. Ich habe es mitbekommen. Die Viecher sind hier ja. Ja, brennt!
Ach scheiße, du hast jetzt meinen Mana gesnackt. Okay. Jetzt geht's tiefer. Geh mal weg. Braucht mal Mana. What? Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Riesenviech war, was mich noch, bevor ich an dem Fallschaden gestorben bin, gekillt hat. Was ist denn das für ein Schi... Was war das? Ja, das frage ich mich gerade auch. Lass die Tür mal auf, machst du bitte wieder zu, wenn du reinkommst, ja? Okay. Warum nimmst du den Pinguin hier nicht mit? Weiß ich nicht. Einfach aus Langeweile. Da kommt genau das richtige Feeling hier auf, wenn man das so macht. Du machst das hier absolut falsch, mein Lieber. Was denn? So kommt hier erst das richtige Feeling auf. Aha. Jetzt siehst du auch mal, so sieht es in der Eishöhle aus. Shit, oder nur eine hin. Ah, egal, jetzt sind da zwei. Verschwinde von hier! Verschwinde! Verschwinde! Moniten! Da. Was ist das denn für ein Erz? Was für Erz hast du denn? Zinn. Zinn ist kacke. So, ich würde sagen, erforschen wir hier die Höhle. Können wir gerne machen. Nee, komm, hier. Gleich weg. Gleich weg. Weg. Das hier ist der Innenkanal, der ist immer so. Vergiss es. Der wird blau. Dann mach mal. Also du kannst gerne den Scheiß jetzt hier so mit Dreck auffüllen, aber nichts damit mit hier so eine hässliche Fackel. Das gibt es nicht. Dann mach was Besseres. Ja, mach ich auch. Hier, guck mal. So, sieht doch viel besser aus. Ja, auf der Außenseite, wo kein Licht durchgeht. Super. Die Dinger müssen. Wieso? Wir machen. Sag mal. Ich mach das mal richtig. So, aber jetzt bitte, komm, hier, Action. Auf geht's. Erstmal so, dass wir später auch ordentlich da rauskommen, wenn es so scheiße aussieht. So. Ja. Wie viele Fackeln hast du mit? Ich dachte, dir gefallen die nicht. Ja, aber ich habe genug Eis mit, dass ich die in Eisfackeln umwandeln kann. 18 habe ich. Okay. Außerdem sind wir jetzt hier ja in Eis, also von daher. Was war das denn jetzt? Ein Schlickeblock, da darfst du nicht drunter stehen, wenn du es abbaust. Nee, ein Slushblock. Das dürfte wahrscheinlich sich ähnlich verhalten, aber als Eis halt. Ja, ich kenne das aus Sand eigentlich. Außerdem, warum haben wir da jetzt eine rote Fackel? Damit du Licht hast. Kannst gerne im Dunkeln arbeiten. So. Wir sitzen da jetzt mal eine hin. Ich sag, kein Sinn für Kunst hat der Mann. Mal zum Geburtstag gratulieren, weil ein Kumpel von uns, selbst der hat das vergessen. Alle vergessen meinen Geburtstag. Ich nicht. Ja, okay, du nicht. Meine Freundin hat ihn auch nicht vergessen. Stimmt. Fast alle vergessen meinen Geburtstag. Die ganze Höhle hier ist nix. Und du wurdest. Boah, ja, leckst mir hart die Nüsse, ey. Blöde Fledermaus. Revenge! Ja, ich brauche eine vernünftige Waffe. Wie gesagt, ich habe dir das gegeben, was ich gerade hier gefunden habe. Meine ist auch nicht viel besser.
Was denn? Müssen wir darüber diskutieren, wessen Waffe besser ist? Ich weiß nur, wie ich mit meiner umgehe. Fallen ist genauso schnell. Hier runterrollen. Ja. Dolgrim ist eingetroffen. Wer ist Dolgrim? Kaboom, Mann! Wir können ab sofort mit Dynamit arbeiten. Hast du mein Gold gesnackt? Da war kein Gold. Hast du mein Geld gesnackt? Ich hab die Fledermaus getötet. Hast du mein Geld gesnackt? Ich hab die Fledermaus getötet. Wollen wir das ausdiskutieren? Oder gibt's es freiwillig wieder zurück? Was kommt denn da für ein Scheiß? Ich hab davon was Gutes gekauft. Du hast jetzt mein Geld ausgegeben? Ja, ich. Du bist ein blöder Wichser. Das ist wieder ein Grund, warum wir, warum das nicht monetarisiert werden darf. Bombe! Oh, da ist eine Höhle. Also eine Bombe! Höhle. So, jetzt können wir weiter. Ich werde gerade fertig gemacht, du Arschloch. Wenn man auch im Dunkeln rumläuft. Ja, weil du Blödmann hier ja alles wieder weggebombt hast. Wer rechnet denn damit, dass du zwei Bomben auf einmal wirfst? Ich? Ja, das ist ja. Ich brauch neue Freunde. Suche Freunde. Bitte welche, die nicht so sind halt. Ist halt, dass die Dinger. Dann machen wir ordentlich Licht hier. Ja, wenn du hier immer nur so Kackfackeln hinsetzt, bin ich auch nichts für. Ich hab dir das ganze Material von mir gegeben, also frag mich, wo die wohin sind, dass ich sowas nicht bauen kann. Kann man Fackeln nicht einfach so craften? Ich hab kein Holz. Nee, ich hab kein Holz. Deswegen funktioniert das nicht. Hast du Holz? Nein, doch. Ganze 7 Blöcke. Ja, das ist ja egal. Gib mir mal dein Holz. Bitteschön. Ah, oh, komm. Jetzt. Dann mach ich es halt so. Ich könnte auch. Ja, ich mach das. Ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade total das Geld verschwendet habe. Aber ich habe jetzt das. Alter, wie cool sieht das denn bitte aus? Das ist eine blaue Fackel. Das ist keine Eisfackel mehr. Und weißt du, was uns das nur gekostet hat? Viel Geld. Ja, das ist sehr viel. Ich bin da mal weg, tschüss. Feigling. Na, 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 na. Ja, wenn du dir die ganzen Waffen hier snackst. Aber ich habe auch eine grüne Fackel. Warum ist der Kaboom-Mann bei uns auf dem Dach? Keine Ahnung, was ihm da gefällt. War der Dampf? Ja, aber der ist nicht Schornsteinfeger vom Beruf, der ist Kaboom-Mann. Vielleicht will er ja sich sonnen. Was passiert, wenn ich jetzt unter dem den Boden weghaue? Ja, genau das. Genau das habe ich mir erhofft. Ich hatte befürchtet, dass er stirbt oder dass es nicht geht, aber es passiert genau das, was ich gehofft habe.
was eigentlich auch nur physikalisch logisch ist. Oh, der nächste Bewohner. Einer, der dich freuen dürfte. Und zwar? Ah, nee, warte mal. Das ist nicht der Kabummann, der oben auf dem Dach stand. Was ist das denn? Leopardenhaut. Was ist das denn? Ah, keine Ahnung. Moment, das ist nicht mal einer von uns. Das ist einer, der nicht zu unserer Hausgemeinschaft jetzt gehört. Ach, das ist so einer. Die sind kacke. Ja, der ist jetzt aber bei uns im Haus. Ja, erstmal. Gott, das nervt. Der bleibt da auch. Nein, der geht wieder, aber... Nein, der kann nicht gehen. Der ist eingesperrt, der kann ja nicht gehen. Der verschwindet einfach nach einer gewissen Zeit. Aber das ist scheiße. Ich kann also keine Geiseln hier halten. Nein, kannst du nicht. Das ist irgendwie Arschloch. Und voll unrealistisch. Okay. Hast du noch Ropes? Nein. Spinnweben. Warte. Bin gerade in der Höhle drin. Kann sein, dass ich hier welche finde. Was ist das denn? Nein. Vielleicht ein paar Spinnenweben. Ich habe noch Webropes. Yay. Ich bin aber weit, weit weg. Nicht schlimm. Lass einfach runterfallen in den Tunnel. Ich bin weit, weit weg. Lass einfach runter. What the shit? Was war das da? Ach du Scheiße. Ja, der Typ, der gibt nichts Vernünftiges. Also, da mach dir keine Gedanken. Manchmal hasse ich das Spiel für genau solche Sachen. Ich könnte Flammenpfeile machen. Und vor allem sind hier überall Blumen. So, weiter in die Tiefe.